Fräulein Wessner hat wohl ungebetene Gäste. Seid ruhig froh. Traut euch. Oh, diese widerspenstige... Mal sehen, wie gut ihr wirklich seid. Kann's nicht erwarten. Seid ihr's? Hexer, Hilfe! Schwund ab, Mehlhaut, hier sind keine Ungeheuer. Schrumpfen euch die Eier, Butch? Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier. Ich zeig dir gleich meine Eier. Und werden sie mich. Die werden ihr bald verlieren. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Das werdet ihr bereuen. Mal sehen, wie gut ihr wirklich seid. Kann's nicht erwarten. Helft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Strolchen, doch ich muss nach Hause. Na klar, gewiss doch. Gewiss doch. Wie das gesagt hat, das war ein bisschen pervers. Gewiss doch. So, haben wir auch noch was? Beile brauchen wir nicht. Voll mit. Hat er eine dicke Keule gehabt, ne? Wer so nett ist, bekommt immer seinen Lohn. Aber wo musst du hin? Das ist das Problem. Tür zum leerstehenden Haus, okay. Tür zum leerstehenden Haus. Muss bestimmt dort hinter, eh? Wo ist denn hin? Muss sie jetzt. Hä? Oder muss sie zurück zum Gasthaus? Bringt ihr mich nach Hause oder nicht? Ich will euch ja nach Hause bringen, aber... Wer so nett ist, bekommt immer seinen Lohn. Thank you.
Das finde ich nicht geil. Das finde ich absolut nicht geil. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich muss jetzt zurück zum... Das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal machen müssen. Wo will die hin? Will die dort hinter oder was? Ich hab keine Ahnung. Wieso sind das immer so viel? Zaghaft mit ihr, Batsch. Fräulein Wessner hat wohl ungebetene Gäste. Seid ruhig grob, traut euch. Diese widerspenstig... Hobelt sie so richtig durch. Hey. Mal sehen, wie gut ihr wirklich seid. Kann's nicht erwarten. Schwund ab! Schrumpfen! Schnauze! Die werdet ihr... Töten! Töten! Das werdet ihr bereuen! Mal sehen, wie gut ihr wirklich seid. Helft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Sträuchen, doch ich muss nach Hause. Gewiss doch. Ist doch. So, jetzt müssen wir noch... Ja, aber... Das ist jetzt eine Quest. Ich hätte die Quest vielleicht aktivieren sollen, gefällt. West. Genau, so. Alter, wo denn die? Hallo, greif doch mal an, das Dreckvieh. So, warte mal. Wurscht überhaupt. Wenn ich irgendwas mache, bringe ich die einfach schnell dorthin. Ich hab Bock, dass die kapiert. Was ist das denn, Alter? Boah. Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ihr seid gerettet. Sie sind fort. Bringt ihr mich nach Hause oder nicht? Oh, die ist schon ganz schön gedamaged.
wie weit muss ich denn noch? Das ist ein Vieh. Greift doch das Vieh mal an. Wurde hier noch krepiert. Bringt ihr mich nach Hause oder nicht? Ja, ich will dich ja nach Hause bringen, verdammt. Wenn du nicht so weit weg wollen würdest. Sie waren hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. So, mein Freund, jetzt speichere ich das mal. Speichern ist dein bester Freund. Wir sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Nichts zu danken. Auf bald. Bis bald. Halt, Streuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Adieu. So. Moment. Das. Aber hier drauf. Hat mir gerade irgendwas abgeschlossen? Muss Abigail aufsuchen, um eine Belohnung zu erhalten. Aber erfolgreich Anzahl. Ach so, das sind die Hunde, ne? Hallo?
So. Kapelle des ewigen Feuers. Was zur Hölle ist das? Auf jeden Fall ein komischer Kläffer. Reisender. Aha. Das sieht aus wie ein Ghoul. So, wie viel Ghoulblut braucht er? 3, ne? Des Hexers Tipps stellt das Medaillon so ein, dass es ungeheuer oder darauf ist. Entdecken verbirgt es. Coole Sache. Aus wie ein Toter hier. Vorne haben wir noch einen komischen Stein. Wohl nix, hä? Hab ich alle kaputt gemacht, Junge?
Irgendwas sagt mir das, was, dass das hier irgendwie, ja. Nee, das ist, wo wir hin sollten. Bis der Magie können wir ja auch noch wirken. Erstmal eine Runde speichern. So, warte mal, dann brauchen wir vielleicht. Möglicherweise speziell den Schwalbetrank. Haben wir noch was anderes außer das? Alchemische Grundzustand, das war mal näher umgetan, der Trank, Rechtsklick. Jetzt gerade drauf auf den Stoff. Geht sowieso gerade nirgendwo lang. Ja. Könntest du immer angreifen oder so? Irgendwas sagt mir, dass das mit dem Trank hier nicht so gut war. Ich bin gerade voll drauf auf den Stoff hier. So. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass das Ding jetzt aufhört zu wirken. 2 Minuten noch. Gott sei Dank.
Das ist ja grausam. Verlassene Hütte. Gut. Moment. Nee. Das wollte ich. Dem muss ich da hingehen. Luft. Hinten haben wir Höhle. Geister Elemente. Oder Macht. Fleischhändler. Wieder. Kapelle, Haus des Geistlichen, ist klar. Brauchen auf jeden Fall noch ein paar Ghoul. Ist das? Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut, was wollt ihr? Ich suche Arbeit für einen Hexer. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Naja, eigentlich wollte ich das selbst erledigen, aber da ihr schon mal hier seid. Angeblich haust ein Ungeheuer am Seeufer und frisst Bauern, die spät noch unterwegs sind. Vielleicht hat sich ein Ghoul in der Gruft eingenistet. Wie viel für jeden? Ihr Hexer macht nichts uneigennützig. Tötet ein Ungeheuer, bringt mir den Beweis, dann belohne ich euch fürstlich. Haben die Bauern noch mehr über das Ungeheuer am Seeufer gesagt? Ich weiß nur, dass es nachts am See jagt und Leute tötet. Sucht es am Ufer, in der Nähe von Harens Haus. Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Für mich sieht es nach einem gewöhnlichen Ghoul aus. Aber weiß der Teufel. Seht selbst. Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Das kann ich euch nicht sagen. Ist mein Berufsgeheimnis. Kommt schon. Wir haben denselben Beruf. Sieht so aus. Also, wie viel für einen Ertrunkenen? Kommt auf den Kunden an. Aber im Schnitt 80 Orens. Da bin ich nie rangekommen. Ich wusste, dass mit diesen Preisen was nicht stimmt. Beruhigt euch. Fortschritt, wo man hinschaut. Nur Hexer, Relikte einer vergangenen Epoche, arbeiten noch für ein Almosen. Und lassen sich noch dazu von denen, denen sie helfen, als Missgeburt beschimpfen. Ein anständiger Lohn für ein anständiges Tagwerk. Was war das? Nichts, nichts. Macht's gut. Was für ein Arschloch. So, da gehen wir mal zurück.
ist jetzt zurück. Wir müssen ja sehen, ne? Wir brauchen noch 5-mal Blut von... immer Blut von... Kuhlen. Mein Bauch tut weh. Verfluchte Hexe. Geh bei dir ab. Mein Bauch tut weh. Verfluchte Hexe. Na sowas. Ein Hexer. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Was wollt ihr? Fand eure Nachricht. Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Habe ich. Sie gehören euch, wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten zwei. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Die Formel kostet euch 30 Orens. Ihr benötigt Nezenersalz, Ginatsäure, Weinstein und Schweinefett. Ich kann euch die Zutaten verkaufen. Danke. Statt Nezenersalz könnt ihr auch Nieswurzblüten nehmen. Wir sehen uns. So, ich würde gerne ein Silberschwert irgendwo her haben. Kaufen. Zauber noch. Werden wir brauchen, ne? Ach, Stufe 5 sind wir schon, alles klar. Zehn Talente, Bronze-Talent, Silber-Talent, Gold-Talent.
Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Geisteröl. Immer hell. Klasse. Also vom Schwimmen hält er auch noch nicht. Hinfort, Anderlinge! Anderling, Abschaum! Was ist denn hier Anderling, Abschaum? Dir zeigt... Was habt ihr mit diesem Zwerg zu schaffen? Wir rasieren ihm den Bart ab. Was kümmert euch das? Ab ins Reservat mit ihnen! Es wäre besser für euch, wenn ihr eures Weges geht. Ihr liebt die Anderlinge? Steckt die Waffe weg. Und hört auf, damit rumzufuchteln, wenn ihr sie behalten wollt. Oh, ein Lebendiger. Holt ihn euch, Kumpels! Tötet den Penner! Ihr habt es so gewollt. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt? Seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Wer bist du denn? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund, Sultan Shivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Shivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier. Und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. Ihr seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen
Sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Die Breckenricks? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenricks heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Und? Ihr kennt... Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich noch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Ich muss jetzt gehen, Soltan. Wir reden später. Ah ja, so. Verfluchte ertrunkene Tote. Man kann nicht am Wasser trinken. Ist denn jetzt eigentlich die Gruft? Ist da drüben, ach so. Das hier ist die Stadt wahrscheinlich, wissen wir mal, ne? Müssen wir jetzt mal zurücklaufen? Bis jetzt haben sie noch nicht gesorgt, wenn ich sie beklaut habe, also denke ich mal, die sorgen da nichts. Thank you.
Ah. Was man hier alles findet. Ich hab mal eine Elfin gevögelt. Wow. Zum Kaufen hier? Geht zu Brock. Brock? Brock. Ich habe bloß noch eine Frage. Wo ist der Brock? Der ominöse Verkäufer Brock? Aufbold? Okay. Scheint das echt nicht zu interessieren, dass ich hier alles ausräume. Das freut uns. Bettler. Bettler? Ah, hier. Ich hoffe, du hast nicht dagegen, Brock. Räum mal deine Bude aus. Seid gegrüßt, edler Fremder. Ihr seid? Harrenbrock, Kaufmann und Zwischenhändler, stets zu Diensten. Was führt euch her, Hexer? Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Nein. Fremde sind nicht willkommen. Hinfort! Fremde sind nicht willkommen. Hinfort! Ist aber nicht schön. Ich dachte, mit dem kann ich handeln. Vielleicht hätte ich natürlich machen sollen. Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Wir reden später weiter. Natürlich. Nehmt das zurück! Ich nehme an, der... Natürlich. Warum? Fremde sind nicht... Ich hab keinen Bock, so einen Haufen Kohle hinzublechen. Da muss ich erstmal zum Geistlichen.
So. Wie sind wir? Wir sind jetzt hier, wir müssen dort hinten. Alles klar. Also müssen wir dann bei der nächsten Kreuzung gerade durch. Quasi jetzt, ja.